Und das müssen wir aber auch haben. Ich meine, wir haben 12 Speaker, wir wollen das im Endeffekt 1:1 ins Netz sozusagen bringen. Also, und ich bin gespannt, ob das klappt. Das ist für uns beide ja auch wieder Ja. mal ein neuer Schritt. Aber mit neuen Schritten haben wir gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Von daher freue ich mich auch ein bisschen drauf, dass wir es jetzt machen. Vielleicht haben wir dadurch ja auch noch eine größere Reichweite. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Business Talk Podcast. Heute spreche ich ganz kurz nur mit meinem Kompagnon und Betreiber oder Mitveranstalter von Startup Praxis, Björn Papendorf von der Kanzlei, Rechtsanwaltskanzlei KWM in Münster. Wir sprechen darüber, warum wir uns jetzt doch entschieden haben, Startup Praxis nicht Präsenz zu machen, nicht als Präsenzveranstaltung live mit Teilnehmern in Bochum, sondern wir machen es jetzt als Livestreaming-Veranstaltung aus einem Fernseh- und TV-Studio in Münster. Darüber spreche ich gleich mit ihm. Das ist sicherlich geschuldet der aktuellen Corona-Situation, der steigenden Infektionszahlen und der natürlichen Besorgnis darüber, was passiert da jetzt mit uns, was passiert mit den Teilnehmern, welche Verantwortung haben wir dazu. Und dazu sprechen wir gleich. Hört euch das an, das kommt jetzt im Anschluss hier an mein kurzes Statement vorab. Ich wollte nur noch mal sagen, das betrifft uns natürlich in der Form alle, weil wir sehr gerne wieder Live-Veranstaltungen gemacht haben. Wir haben wirklich darauf gehofft, dass es so funktioniert. Es wird aber keine schlechte Veranstaltung. Deswegen ganz im Gegenteil, wir haben uns eben dazu entschieden, das wirklich auf einer hochprofessionellen Basis zu machen. Ein richtiges Studio anzumieten, Kameras dazu zu nehmen, im Livestream das Ganze zu machen. Sehr, sehr aufwendig. Aber das werdet ihr gleich noch weiter im Podcast erfahren. Ich wollte euch ein paar Sätze zu mir sagen, zu dem, was 2021 tatsächlich stattfindet. Business Talk wird ja ein bisschen größer werden, 2021. Ich habe mich nach langer Zeit, nach über 18 Jahren Tätigkeit für die IC-Wirtschaftsberatung entschieden, das Unternehmen zu verlassen zum Jahresende. Ich werde absolut mein eigenes Ding machen. Wir werden Business Talk größer machen, werden eine Business Talk Academy aufbauen. Das wird die Gut und Otto machen, die das auch federführend in die Hand nimmt, die einen tollen Kurs entwickelt hat, die eine Masterclass, wie ich es nenne, ist noch nicht letztendlich, ob es der Name letztendlich ist. Ich hatte das in dem einen oder anderen Podcast ja schon mal deutlich gemacht, mit 6 Veranstaltungen, 6 bis 8 Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen, also dem Arzt und der Ärztin die unternehmerischen Skills beizubringen, um noch effektiver, noch erfolgreicher in der Praxis zu arbeiten, mit wirklich super Leuten dabei, mit Speakern, mit erfahrenen Menschen aus der Praxis, aus dem Krankenhaus, aus unterschiedlichen anderen Bereichen, ob das jetzt der Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ist, ob das aus dem Bereich ist der Mitarbeiterführung, ob das aus dem Bereich ist der ärztlichen Abrechnung, ob das aus dem Bereich der digitalen Gesundheit ist, Personal Branding für den Arzt, Social Media, aber eben auch aus der betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Seite. Da haben wir wirkliche Experten zusammengeholt, die euch zeigen können, wie ihr noch besser, noch effektiver in der eigenen Praxis arbeitet oder auf dem Weg dahin euch weiterentwickelt. Es hört also nie auf. Wir sprechen ja auch ständig über das Thema lebenslanges Lernen. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Das ist eben ein Teil von dem, was Business Talk in 2021 angehen wird. Federführend, wie gesagt, von Gudrun Otto. Mein Teil wird sich weiterhin auf die Beratung ausdehnen, also auf die persönliche Beratung und Begleitung der Mediziner. Das ist dann Business Talk Consulting. Wir werden natürlich den Podcast größer machen. Der wird einen großen Stellenwert weiter einnehmen. Deshalb läuft das Ganze dann unter dem Thema Business Talk Podcast. Und es wird die Business Talk Events geben, in denen wir zum Beispiel Veranstaltungen wie Startup Praxis positionieren, aber auch noch das ein oder andere Event zusätzlich. Des Weiteren beschäftige ich mich im nächsten Jahr sehr, sehr stark mit dem Thema Telemedizin. Ich werde da begleiten ein Projekt, eine Firma, da werde ich aber Anfang des Jahres noch mal ein bisschen mehr zu sagen, wo wir eine große Plattform für den Bereich Telemedizin aufbauen werden.
und wo wir gemeinsam mit den Ärzten das Thema auf einer ganz anderen Seite mal betrachten. Ich würde es jetzt mal nennen Telemedizin 2.0. Das ist ein super spannendes Thema für die Zukunft, wo viele Kooperationen stattfinden können. Aus meiner Sicht brauchen wir nicht noch 10 oder 15 weitere Anbieter aus dem Segment Videosprechstunde, Anamnese-App oder E-Rezept, sondern es geht da für mich mehr um Kollaboration, also Zusammenarbeit und die Köpfe zusammenstecken, damit wir für das Thema ambulante Versorgung gerade stehen können oder vielleicht auch für das Thema sektorenübergreifende Versorgung. Das habe ich selbst wieder erfahren können, jetzt ganz aktuell. Ich war in der letzten Woche auf einem Seminar in der Schweiz, das ich allerdings abbrechen musste, weil die Schweiz bzw. der Kanton Zürich mittendrin zum Risikogebiet geworden ist und ich bis Samstag raus musste aus dem Kanton Zürich, damit ich nicht in Quarantäne muss. Und deshalb bin ich also Freitag dort schon zurückgefahren. Und ab Samstag war das ganze Risikogebiet. Was ich aber damit sagen will, das war eine Veranstaltung, eigentlich 10 Tage, für mich dann 8 Tage, also die ersten 5 Tage im September und jetzt die zweiten 5 Tage im Oktober. Ich habe auf dieser Veranstaltung, die nicht ausschließlich für Mediziner war oder die unabhängig von Berufsgruppen ausgerichtet worden ist, wo es um das Thema NRP geht, also da geht es um das Thema Neuroresonanz Practitioner, wo es um das Thema Verhalten, Emotionen, Entwicklung, Verständnis füreinander, also Umgang miteinander geht. Und wo es darum geht, ja das Verhalten des Menschen zu analysieren und daraus Rückschlüsse zu ziehen und in jeglicher Hinsicht, also im Privaten, im Beruflichen, im Persönlichen, daraus besser mit Menschen umgehen zu können. Da waren sehr viele Mediziner da. Das hat mich sehr gefreut, weil es natürlich für die auch immer um das Thema, wie gehe ich besser mit meinen Patienten um, aber wie gehe ich vor allen Dingen langfristig ganzheitlicher mit den Patienten um. Und ich habe sehr, sehr motivierte Mediziner dort getroffen, die alle sehr deutlich und sehr weit über den Tellerrand hinausschauen aus der ganzen Dachregion, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, die auch, ja, der eine zum Beispiel, der aus Deutschland vor über 12 Jahren in die Schweiz ausgewandert ist, um da jetzt beruflich tätig zu sein, der das System nicht gefallen hat in Deutschland, der mittlerweile aber darüber nachdenkt, wie kann er denn in der Dachregion, also überregional, über die Grenzen der Ländergrenzen hinaus Medizin machen mit einem super spannenden digitalen Thema. Dann junge Ärztinnen vor allen Dingen auch, die sich sehr viele Gedanken über das Thema Coaching machen. Dann ein Arzt, der in dem Bereich der privaten Praxis tätig ist, der da jetzt eine Praxis gründen möchte, der kurz vor der Übernahme beziehungsweise vor dem Eintritt in die eigene Praxis steht. Und da gibt es so viele tolle Themen, die herangehen, dass ich eben immer denke, ja, die sind alle auf dem richtigen Weg und hoch motiviert. Und das motiviert mich natürlich auch, diese Menschen zu finden, zu begleiten und denen einen Weg aufzuzeigen, wie wir das gemeinsam hinkriegen, wie wir das gemeinsam wuppen können. Und da werden wir im nächsten Jahr, und da schließt sich jetzt der Kreis, mit der Business Doc Academy, mit der Business Doc Consulting, dem Podcast und den Events einen großen Teil zu beitragen und natürlich auch mit einem meiner Lieblingsthemen, das ist das Thema digitale Gesundheit und Digital Health. Gibt es noch ein ganz besonderes Bonbon, das möchte ich euch aber im nächsten Single-Podcast erklären. Da geht es ein bisschen um, wie tritt Business Doc noch weiter in der Öffentlichkeit auf, das aber beim nächsten Mal. Jetzt erstmal das Kurzstatement zum Startup-Praxis-Event 2020, was wir jetzt als Livestream durchführen werden, von Björn Papendorf und mir, und wir hören uns dann in der nächsten Woche mit einem Podcast-Interview wieder. Ich wünsche euch eine tolle Woche, bleibt gesund und bleibt vor allem unternehmerisch. Bis dahin, tschüss. Ja, liebe Zuhörer, liebe Freunde, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich spreche heute mit meinem lieben Freund und Kooperationspartner Björn Papendorf. Wir wollen euch ein bisschen was erzählen über unser Startup-Praxis-Event, und da hat es jetzt ein paar Änderungen gegeben, und zwar werden wir Startup-Praxis in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht als Präsenzveranstaltung durchführen, sondern wir haben uns jetzt entschlossen, 3 Wochen vorher allerdings, es stellt uns gerade vor größere Herausforderungen, das Ganze als Livestream in einem Fernsehstudio in Münster zu platzieren. Björn, schön, dass wir beide heute Zeit finden. Heute ist Sonntag. Wir haben uns beide heute mal ein Halbstündchen Zeit genommen, um alle zu informieren, was wir da jetzt mit Startup-Praxis machen. Willst du einfach mal einsteigen? Sag doch mal, warum haben wir uns jetzt entschlossen dafür,
das doch ja, als Livestreaming zu machen, nicht online in Bochum, nicht als Präsenzveranstaltung in Bochum. So. Ja, wir haben ja eigentlich die Entwicklung das ganze Jahr über im Auge behalten und waren fest entschlossen, das Ganze auch als Live-Veranstaltung durchzuführen, weil es natürlich nochmal was anderes ist, Inhalte face-to-face zu vermitteln, als dann auch über so eine Online-Streaming. Aber es ist eben so, die Zahlen steigen und steigen und wir wissen gar nicht, mit wie vielen Teilnehmern wir überhaupt da jetzt das hätten durchführen können. Und wir streben natürlich nach wie vor eine deutlich dreistellige Teilnehmerzahl an. Und das hätte letztendlich wahrscheinlich dazu geführt, dass wir nicht alle untergebracht hätten. Und man kann ja auch keinen wieder ausladen. Richtig. Ja, deswegen jetzt so kurz, also wir haben ja wirklich bis zum letzten Moment sozusagen gewartet, weil wir immer noch gehofft haben, dass es vielleicht doch möglich sein wird. Aber es ist zu sehen, es wird nicht funktionieren. Ja, Ja, das jetzt als Online-Event. genau. Wir haben es ja tatsächlich auch einfach an den Anmeldezahlen gesehen. Wir hatten echt guten Zulauf bis so vor ungefähr 1,5 Wochen und oder bis vor 2 Wochen knapp. Also, dass Buchungen reinkamen und wir auf die 70 bis 80 Leute zugingen und dann plötzlich nahm es ab, weil einfach die Meldungen um die steigenden Infektionszahlen wieder größer geworden sind. Dann kamen die ersten Anfragen, dann kamen natürlich auch Anfragen von Speakern, von Sponsoren, von Förderern, die gesagt haben, könnt das stattfinden lassen, was ist da jetzt los? Dann haben die ersten Teilnehmer gefragt, naja, und irgendwie haben wir auch eine Verantwortung, was das angeht. Also wir möchten natürlich keinem niedergelassenen Arzt sagen müssen, okay, auf der Veranstaltung hast du dir das Virus eingefangen, jetzt machen wir bitte deine Praxis zu. Also deshalb haben wir tatsächlich jetzt entschlossen, diesen Weg zu gehen. Ein bisschen mit dem weinenden Auge natürlich, aber auch mit dem lachenden Auge, weil wir glauben, wir kriegen ein echt tolles Online-Event hin. Und ja, der Aufwand ist jetzt ein bisschen größer, weil wir innerhalb von 3 Wochen alles umswitchen müssen. Aber wir haben ein tolles Studio in Münster, ein TV-Studio gemietet, wo eben professionell seit langer Zeit Livestreamings stattfinden mit ja, mehreren Kameras mit einer professionellen Begleitung durch den Tag. Wir hoffen, dass wir da wirklich ein tolles Event durchführen können. Björn, was meinst du dazu? Ja, also ich, das ist mir auch wichtig, dass wir das nochmal festhalten. Das ist jetzt nicht so, wie wir das jetzt gerade machen, per Zoom vom Wohnzimmertisch zusammen telefoniert, sondern das ist sehr, sehr professionell. Ich habe mir die Räume ja mit dir auch zusammen angeschaut und bin da schon beeindruckt, was die da so an Technik insgesamt aufgefahren haben. Und das müssen wir aber auch haben. Ich meine, wir haben 12 Speaker, wir wollen das im Endeffekt 1:1 ins Netz sozusagen bringen. Also, und ich bin gespannt, ob das klappt. Das ist für uns beide ja auch wieder mal ein neuer Schritt. Aber mit neuen Schritten haben wir ja gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Von daher freue ich mich auch ein bisschen drauf, dass wir es jetzt machen. Vielleicht haben wir dadurch ja auch noch eine größere Reichweite. Ja, das sehe ich absolut auch so. Jetzt haben wir natürlich überhaupt kein Limit nach oben. Also ich glaube, Limit wäre irgendwie bei knapp 500 oder 600 Personen. Also es gibt noch viele Möglichkeiten, sich für Startup-Praxis anzumelden. Es haben vor allen Dingen alle Speaker gesagt, ja, wir sind weiter mit dabei. Wir haben das Ganze natürlich ein bisschen zusammengerafft. Wenn wir sonst längere Pausen hatten, haben wir jetzt 3x10 Minuten Pause zwischendurch, zwischen den einzelnen Vorträgen. Also die ja wieder nur im 20-Minuten-Format, also im kurzen, knackigen TED-Format, als Impulsvorträge laufen werden. Dr. Gerd Wirth ist nach wie vor als Moderator dabei, der durch den ganzen Tag führen wird, begleiten wird. Es hat kein Speaker abgesagt und vor allen Dingen kein Förderer, kein Sponsor, keine Unterstützung ist verloren gegangen bis jetzt. Also wirklich ganz, ganz toll. Natürlich fragen jetzt die einen oder anderen auch mal nach, Mensch, müssen wir denn jetzt den gleichen Preis bezahlen und warum sind die Karten jetzt auf 99 Euro festgelegt? Könnte doch vielleicht auch billiger machen, aber da greift für mich das, was du gerade gesagt hast, nämlich allein das Fernsehstudio und die Streaminggebühren und alles, was dazu kommt und die Leute, die uns da begleiten. Auch das muss bezahlt werden und vielleicht sagen wir mal einfach so, ihr könnt sicher sein, dass bei dieser Veranstaltung nicht viel überbleiben wird. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen was vor mehr auf der Veranstaltung. Ne? Was machen wir sonst noch? Ja, lass mich auch dazu noch einen Satz sagen. Es war ja auch diese 99 Euro, das muss man ja ganz klar sagen, nie so kalkuliert, dass da überhaupt was übrig bleibt. Das heißt, also es ging uns ja immer darum, eine gute Veranstaltung auf die Beine zu stellen, allen, die da sind, einen Mehrwert zu bieten und nicht damit Geld zu verdienen. Und das ist also sozusagen nur der Beitrag, den wir zwingend brauchen, um nicht hinterher im Minus, im Miesen dazustehen. Ne? Absolut, ja. Ja, also was machen wir auf der Veranstaltung?
Wenn was übrig bleibt, Olli, dann sind wir uns sicherlich einig, werden wir auch wieder die NCL-Stiftung unterstützen. Ja, genau. Das ist ja auch im letzten Jahr ein Anliegen gewesen. Ja, von daher, also wir müssen mal sehen, ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen, so das ganze Thema Interaktion. Also ja. Ich würde mich natürlich wünschen, dass trotzdem auch Fragen aus dem Publikum, aus dem Online-Publikum kommen und wir als Referenten so ein bisschen auch in die Interaktion mit unseren Zuhörern gehen, damit das nicht so ein Frontalvortrag den ganzen Tag. Ja, das würde ich mir auch wünschen, genau. Aber der Gerd Wirz hat natürlich als Moderator super viel Erfahrung. Der hat ja in diesem Jahr auch einiges an Online-Veranstaltungen machen können, sodass wir tatsächlich in Interaktion gehen können, zumindest Fragen beantworten können. Wir werden das Ganze ja über einen YouTube-Kanal machen, so wie es jetzt aussieht. Also alle Teilnehmer werden dann auch persönlich nochmal informiert, wie der Zugangscode ist, wie man sich dann anmelden kann. Es wird einen rechtzeitigen Link geben dafür, dass ich eben auch weiß, wie komme ich rein. Und du hast gerade schon gesagt, wir werden auf jeden Fall die NCL-Stiftung wieder mit ins Boot holen. Vielleicht kriegen wir den Frank Stehr, der in Hamburg ist, vielleicht auch mal live zugeschaltet zwischendurch. Müssen wir mal schauen. Dann haben wir uns ein bisschen was für die Pausen überlegt. Also auch da wird es einen besonderen Mehrwert geben, noch ein bisschen ein paar Gimmicks, damit es auch Spaß macht. Also ich glaube, es wird eine super Veranstaltung rundum. Und dadurch, dass wir jetzt ein Streaming machen, können wir natürlich für all diejenigen, die vielleicht hinterher nochmal die Veranstaltung sich anschauen wollen, vielleicht noch ein kleines Paket schnüren, wie wir denen das zukommen lassen können. Aber das müssen wir im Nachhinein mal besprechen. Das werden wir jetzt wahrscheinlich vorher nicht schaffen. Ja, du selbst hast auch einen Vortrag auf der Startup-Praxis. Sag doch mal, worum geht es bei dir? Sehr aktueller denn je, ne? Nie wieder die Praxis schließen. Ja. Das war eigentlich als Vortrag gedacht, Lehren aus der Corona-Krise. Mhm. Dass wir jetzt wieder so tief drinstecken in der Corona-Krise, das hätte ich, als ich den Vortrag selber so konzipiert habe, mir gar nicht gedacht. Ist deswegen natürlich hochaktuell. Nie wieder die Praxis schließen ist das Motto. Mhm. Das heißt, bei der ersten Corona-Welle gab es ja sehr, sehr viel Verunsicherung innerhalb der Ärzteschaft. Kann ich meine Praxis aufhalten, ja oder nein? Ich glaube, die erste Welle hat gezeigt, dass in den Arztpraxen ein hoher Standard, Hygienestandard gewahrt ist und dass das keine Superspreader-Ereignisse sind. Und von daher werden wir über dieses Thema sprechen. Auch natürlich, wie kann ich mich absichern? Was habe ich für Förderungsmöglichkeiten etc.? Also ungewollt aktuell. Ja, leider schon, genau. Wir haben ja Anfang des Jahres uns auch in ähnlicher Art und Weise versucht, für unsere Ärzte, nicht nur für unsere Ärzte, sondern überhaupt für die Ärzte im ambulanten Bereich ein bisschen zu engagieren. Wir haben mehrere Corona-Talks gemacht, also einen Business-Talk, wir beide zusammen mit dem Christoph Gasten, dem Steuerberater, der ja auch als Speaker bei Startup Praxis mit dabei ist, ist ja auch sehr, sehr gut angekommen. Und vielleicht können wir das Ganze jetzt bei der Startup-Praxis so weiter fortsetzen. Also, es gibt noch Karten auf jeden Fall unter www.startup-praxis.de. Da könnt ihr auf die Seiten gehen, entweder bei Univiva die Veranstaltung buchen oder bei Eventbrite die Veranstaltung buchen. Und wir haben tatsächlich heute nochmal für alle die jetzt hier zuhören und kurz entschlossen sind, 15 Karten in einem rabattierten Rahmen zur Verfügung gestellt, nämlich für 59 Euro anstatt für 99 Euro, also 40 Euro Rabatt mit dem Code BD Podcast, also Business Talk Podcast, also BD und dann Podcast, großes B, großes D, großes P und dann Podcast. Dann werdet ihr, ich schreibe das nochmal drunter in die Shownotes, damit ihr wisst, wie der Code lautet, gibt es 15 Karten für 59 Euro, das ist der absolute Selbstverpfleger, Selbstkostenpreis für die ganze Sache, damit wir ja vielleicht noch einigen die Möglichkeit geben, wer jetzt kurz entschlossen ist. Und wie gesagt, der Kartenpanel nach oben ist offen. Wir haben noch viele, viele Möglichkeiten, auch noch mehr Teilnehmer dazu empfangen. Ich habe gesagt, alle Speaker haben ihr Kommen zugesagt. Also super interessante Vorträge. Das Thema Telemedizin, das Thema digitale Gesundheit, Erfolgsgeschichten wird es geben. Dann wird es junge Mediziner geben, die Vorträge halten. Also der Felix Berndt ist da als Social Influencer. Dann ist, oder Medical Influencer vielleicht auch. Dann haben wir den ja etwas älteren Medical Influencer, Professor Dr. Jochen Werner da. Wir haben Jana Auenkamp, Attila Bura mit Nina Habers. Also tolle Speaker. Natürlich Björn Papendorf auch auf jeden Fall. Der ist auch mit dabei. Ja, und wir freuen uns, wenn wir uns dann sehen. Das soll es auch gewesen sein von uns. Nur noch mal ein kurzes Update, was wir da machen bei Startup Praxis. Björn, möchtest du noch irgendwie was sagen? Haben wir was vergessen? Ja, noch mal ganz ausdrücklich danke an unsere Partner. Ne? Danke an unsere Speaker, danke an unsere Sponsoren, dass sie da mitziehen.
Und ich finde auch wichtig, dass man nicht einfach Veranstaltungen einfach so dann absagt und fallen lässt. Das wäre ein schlechtes Signal. Wir müssen irgendwie mit der Krise umgehen. Und andere Formate dann zu wählen, ist vielleicht ein Weg, auch mit dieser Krise umzugehen. Die wird uns ja wahrscheinlich doch noch eine ganze Weile begleiten. Insofern freue ich mich drauf. Und hoffentlich melden sich noch ganz viele interessierte Teilnehmer an. Okay, dann sehen wir uns auf jeden Fall am 7.11. bei Startup Praxis. Bis dahin. Tschüss. Ciao.